Das neue Bewusstsein wird immer wichtiger und es ist ganz wichtig, dass wir unsere Gedanken positiv ausrichten. Desto mehr dieses Jahr auch voranschreitet, umso wichtiger ist es, die Gedanken positiv zu halten, die Energie oben zu halten und tue alles dafür, dass du nach innen guckst und nicht nach außen. Und herzlich willkommen zur neuen Monatsbotschaft der Engel im Juli 2023. Das Jahr verfliegt. Und ja, es gibt einige wichtige Punkte. Ich habe hier auch Neunerlegungen gemacht für beide Seiten und welche Sachen du dir noch angucken darfst, was noch in Blockade ist, was wieder rausgehen darf, worum du dich kümmern darfst im Juli. Und wir haben natürlich ganz viel energetisch auch. 10 Portaltage am Stück, die schon Ende Juni wieder beginnen. Am 28. Juni dann 10 Tage am Stück. Das heißt, den ganzen Juli sind dann der Anfang vom Juli sind nochmal 7 Tage am Stück und dann nochmal ist nochmal einer am 17. Ja, und am 17. ist mit dem Neumond zusammen dann der letzte Portaltag im Juli. Und da gibt es natürlich auch wieder meinen Lichtwandelkreis, der dann auch die 10 Tage durchgeht. Also wenn du jetzt auch angemeldet bist im Juni, dann warte auf die Fortsetzung. Im Juli werde ich noch online stellen und auch das Portaltage-Orakel, das neue für den Juli, schau dir unbedingt an. Das blende ich euch hier auch noch mit ein. Guckt euch das auch unbedingt an, ganz wichtige Energien, weil ich da auch in alle Tage einzeln reingucke. Und es gibt auch immer eine Energiearbeit noch dazu. Ja, dann haben wir, wie gesagt, am 17. den Neumond. Und da startet ja dann auch die Energie der Engel. Das hatte ich ja umgestellt. Immer die Energie der Engel startet zum Neumond, damit sich die Wünsche und Ziele alle gut erreichen können. Und da geht es im Juli auch um das Thema Chakren, also um unsere 7 Hauptchakren. Und es gibt wieder meine Chakrenarmbänder dazu. Und auch diesmal das erste Mal eine kleine Yoga-Session für euch, die ihr den ganzen Juli nutzen könnt. Da freue ich mich wirklich auch schon drauf, das für euch aufzunehmen. Ich habe nämlich die Sequenz mir schon im Kopf zusammengestellt, die euch auch dann unterstützen kann. Also die Chakren unterstützt, so eine Yoga-Sequenz wird das sein. Und das ist ganz, ganz schön. Und das könnt ihr dann wirklich auch, es ist nur so eine kurze Sequenz, 10, 15 Minuten, was man auch gut in den Alltag mit einbauen kann. Und ja, dann kannst du schauen, was sich verändert, wenn du jeden Tag eben das auch praktizierst. Ja, ja, ich würde sagen, wir schauen dann mal in die Karten rein. Ziemlich umfangreich, was ich jetzt hier gelegt habe. Wir drehen jetzt mal die Kamera um und ich wünsche dir ganz viel Spaß. So, ihr Lieben, und zwar hier noch die linke Möglichkeit hin. Das sind die Karten für den gesamten Juli. Und guck dir das auch immer wieder an, wenn du irgendwelche Herausforderungen haben solltest. Es fließen ja auch hier die ganzen Energien der Karten mit rein. Und falls du im kompletten Juli irgendeinen Hänger hast, dann schau da unbedingt auch noch mal mit rein. Und meistens hört man dann auch noch mal andere Dinge, aber auch die Energien fließen dann für dich noch mal für den Juli mit rein. Es ist wieder ein Auswahlorakel, ihr kennt das. Und die Auswahlmöglichkeiten sind diesmal die Chakrenstäbe. Also der Juli steht komplett unter dem Thema Chakren laut der Engel. Also dabei geht es um die 7 Hauptchakren, also unsere Körperchakren, die im Körper auch sich befinden, weil jetzt auch sehr viel nochmal passiert im Bewusstsein von den Energien, die auch über die 10 Portaltage nochmal auf uns wirken, geht es wirklich darum, dass der Körper sich auch auf diese neuen Energien immer mehr anpassen darf, was auch manchmal ein bisschen herausfordernd sich anfühlen kann. Deswegen ist es immer wichtig, auch im Juli wieder in die Stille zu gehen, in die Ruhe zu gehen, Dinge zu tun, die dir gut tun und vor allem auch deiner Seele gut tun. Du darfst dich da wirklich auch immer wieder energetisch ausrichten, auch mit dem energetisierten Wasser arbeiten oder auch mit den Karten dich unterstützen, mit Energiekreisen. Das ist ganz, ganz wichtig im Juli. Ja, auch die Meditation, vor allem auch die Stille, ganz, ganz wichtig. Und auch wenn du bei den Energiekreisen dabei bist, um dich da auch energetisch aufzuladen, ist immer eine super Sache, was dich anzieht. Ne? Wirklich, was dich anzieht. Du wirst genau spüren, das brauche ich oder das brauche ich eben nicht. Und die Auswahlmöglichkeiten sind
Dieses Mal der Herzchakra-Energiestab. Und auf der linken Seite ist das das dritte Auge-Chakra. Ja, wunderschön die Stäbe. Ich liebe die. Und wir werden auch nachher noch energetisch dann damit arbeiten und dein Energiefeld nochmal damit ausgleichen. Bleib also unbedingt dran. Machen wir nach dem jeweiligen Orakel. Ja, ich würde sagen, entscheide dich, komm erstmal hier im Raum an, lass alles erstmal draußen, was jetzt hier nicht reingehört, was dich vielleicht noch unruhig macht, was du mitbringst, wenn du hier in diesem Raum ankommst. Und lehn dich zurück, entspann dich, folge einfach nur meiner Stimme und atme nochmal tief ein und aus. Und komm wirklich mit deinem ganzen Bewusstsein erstmal hier an. Und dann ziehe ich noch mal eine Karte von den Urkraftkarten für unsere Kollektivbotschaft. Gucken mal, was für uns alle wichtig ist. Ja, so passend. Die Kraftquelle in dir. Ja, das ist nämlich genau das, was ich meine. Darum geht es jetzt, in diese Kraftquelle immer mehr reinzukommen. Und wenn man da immer wieder rausrutschen sollte durch die Energien, auch wieder alles dafür tun, diese Kraft aufzutanken. Ja, ich habe die Kraft, alles zu erreichen, was ich mir wünsche. Ja, also auch wenn du mal wieder so Phasen hast, wo du jetzt denkst, du kannst das nicht schaffen, das ist zu viel, das ist wieder eine neue Herausforderung und noch eine neue, dann erinnere dich wirklich daran, du kannst alles schaffen und vor allem geht es auch nur um dein Bewusstsein. Ne? Wenn du sagst, ich schaffe es, dann schaffst du es und wenn du sagst, ich schaffe es nicht, dann schaffst du es nicht. Und da wirklich auch die Gedanken so umzustellen, dass du einfach ein anderes Bewusstsein dir angewöhnst, ja. Und ich starte jetzt rein mit der linken Seite. Wenn du dich für das dritte Auge entschieden hast, dann geht es bei dir auch darum, dass du jetzt mehr vielleicht auch über deine Träume wahrnehmen kannst, aber generell auch über Visionen wahrnehmen kannst. Also dass das dritte Auge generell sich mehr und mehr öffnet, dass es da auch um die Hellsichtigkeit gehen kann, dass da immer mehr Energie auch hinfließt. Ja? Vielleicht ist es auch bei dir ein Chakra, was immer wieder leicht sich schließt, wo du dich auch mehr drum kümmern darfst. Oder aber, dass du ungeduldig bist, weil du zu wenig wahrnimmst von den Energien. Das kann auch alles zutreffen. Und arbeite im Juli mit deinem dritten Auge-Chakra. Generell, wenn du merkst, dass du Probleme hast mit den Chakren, dass die immer wieder zu schnell zugehen oder dass du merkst, du hast da einfach Probleme, die auch auszugleichen oder ja, kriegst das nicht so schnell hin, dann komm auch in den Energiekreis unbedingt, weil da zeige ich euch auch, wie ihr mit einer ganz leichten Übung immer wieder die Chakren auch ausgleichen könnt. Ja, und wir starten rein. Ich habe eine Raumkarte gezogen und da zeigt sich bei euch auch der Raum der Finanzen. Also es kann auch wirklich sein, dass da bei euch nochmal so Themen sind, die mit Geld zu tun haben, und du vielleicht zu wenig davon hast und immer wieder auch in dieses Mangelbewusstsein reinrutschst. Und das soll jetzt auch nochmal angeguckt werden im Juli. Und die Affirmation ist, Geld ist Energie und ich ziehe diese Energie ab heute an. Ja, also erlaube dir auch die Fülle, erlaube dir, dass dieses Geld auch zu dir fließen darf und auch das Geld immer eben in Bewegung ist. Ja, vielleicht ist es auch so immer, wenn du eine Überweisung machst, dass du dann innerlich denkst, oh, ich will das behalten. Und wenn das so ist, dann hast du dieses Mangelthema und da geht es wirklich darum, dass das Geld im Fluss ist. Ja, du darfst das gerne überweisen und dann kommt es auch gerne wieder zu dir zurück. Und das nochmal zu bearbeiten ist ganz, ganz wichtig. Dieses Finanzthema zeigt sich hier bei euch. Also öffne dich dafür für diese Energien. Die zweite Karte ist ein Erzengel, der euch begleitet. Hier auf der linken Seite und das ist Uriel. Und Uriel steht ja auch für das Wurzelchakra, geht also auch nochmal um Ängste, die sich eventuell zeigen können im Juli. Das können dann natürlich auch Ängste sein, die mit Finanzthemen zusammenhängen. Die werden auch nochmal wirklich bearbeitet werden. Guck mal, was ich da nochmal so zeigen will. Und Uriel bringt jetzt auch das Licht wieder zurück in dein Leben und Schwierigkeiten werden sich bessern. Eben auch die finanziellen Schwierigkeiten, wenn du die hast, werden die sich jetzt auch bessern.
Und hier wird auch noch gesagt, dass du nicht schuld bist an der Situation und Energieräuber dürfen jetzt auch dein Feld verlassen. Guck also wirklich auch, wer dich da ausnutzt, vielleicht auch finanziell. Vielleicht hast du auch jemandem Geld geliehen, wo du merkst, boah, das kommt jetzt gar nicht zurück. Ne? Auch solche Themen können damit gemeint sein. Und dann ist hier wirklich auch angezeigt, dass du einfach lernst, auch Grenzen zu setzen und da auch mal. Ja, vielleicht einen anderen Weg gehst, ja. Also erlaub dir das wirklich auch, dass du dich von Energieräubern verabschiedest und das auch mal ganz deutlich sagst. Ja, ich hatte jetzt auch so eine Situation im Privaten, wo ich das auch ganz deutlich mal sagen musste. Und auch ich habe das immer mal wieder, dass das vorkommt. Und es kann auch sehr befreiend sein, wenn du wirklich dann auch diese Dinge mal aussprichst, einfach sagen. Und die Affirmation, die euch hier unterstützen kann, ist: Ich wähle einen neuen Weg und die Kreativität kehrt zu mir zurück und lass negative Menschen nun gehen. Und das sind nämlich auch negative Menschen, die unsere Energien meistens so aufsaugen, absaugen. Hier wird ja von Energieräubern auch gesprochen. Und das hat natürlich auch damit zu tun, wenn wir nicht in unserer Kraft sind, dann hat das auch Auswirkungen auf. Auf Selbstwertthemen und wenn Selbstwertthemen nicht sind, hat das sogar auch Auswirkungen auf den Kontostand. Ja, da kannst du jetzt sagen, das ist ja Quatsch, aber es ist wirklich so, wenn du selber in einer guten Energie bist, dann wird dein Kontostand auch gut sein. Und das hängt alles energetisch auch zusammen und versuch wirklich auch in diesem Monat dich damit zu beschäftigen und da auch ja etwas zu verändern energetisch. Jetzt gucken wir noch die Blockaden uns an und da habe ich zwei Karten gezogen. Nämlich einmal die Ursachenkarte. Was ist hier verantwortlich für deine Blockaden? Und die zweite Karte ist die Energiekarte, nämlich wie kannst du das auflösen? Und da zeigt sich der blinde Fleck. Also hier ist noch irgendetwas aufzulösen, was du auch nicht greifen kannst. Du merkst immer, es stimmt irgendwas nicht oder es passiert immer wieder, es passieren immer die gleichen Sachen. Du kommst aber nicht an die Ursache. Und die Engel sagen dann meistens auch immer wieder, manchmal muss man auch die Ursache nicht wissen. Dafür steht auch diese Karte, ne? Der blinde Fleck. Da ist etwas in der Vergangenheit und manchmal werden wir auch von der geistigen Welt vor dem wahren Grund so ein bisschen beschützt. Man muss es nicht wissen, man kann es trotzdem auflösen. Und die Auflösungskarte ist hier die Balance. Ja, und ich spüre bei euch hier wirklich auch, der Chakrenausgleich ist unheimlich wichtig, also deine innere Balance. Wenn die Chakren in Ausgleich sind, hast du ja diese Balance. Guck wirklich, dass du diese Balance im Juli hinbekommst, energetisch. Und dann wird sich auch dieser blinde Fleck, dieses Thema, was sich immer wieder zeigt, auch langsam nach und nach auflösen können. Und wenn du dein Okay gibst, dann fließen auch die Energien dieser Blockadenlöserkarten jetzt dorthin. Und ich finde es auch immer ganz entspannt, einfach mal zu sagen, ich lasse einfach die Energie in die Ursache fließen und ich muss diese Ursache nicht kennen. Ja, weil sonst auch manchmal unser Ego ständig noch Dinge dazu dichtet, was alles gar nicht sein muss. Wirklich auch so ins Vertrauen zu gehen. Die geistige Welt unterstützt jetzt eben auch dieses Thema für mich und ich muss gar nicht so viel dafür tun. Das finde ich auch immer ganz, ganz entspannt und öffne dich dafür. Was nicht heißt, wenn man jetzt ein Thema hat, dass man sich ständig nur zurücklehnen kann, nicht aktiv werden muss, sondern es geht hier nur um dieses Energetische, dass du einfach zulässt, dass die Energien dorthin fließen dürfen und dich unterstützen dürfen. Trotzdem darfst du aktiv sein, trotzdem darfst du handeln, trotzdem darfst du etwas aktiv verändern, was auch ganz, ganz wichtig ist. Und die letzte Karte ist von der lieben Linda Giese. Ihr kennt die Karten, das Tarot der neuen Zeit. Hat mich mega angezogen wieder in diesem Monat. Ich habe das sehr, sehr lange gar nicht gehabt jetzt. Und jetzt ist es wieder, hat es sich wieder gezeigt. Und da zeigt sich das Gericht. Und auch bei der Karte, das ist ja Dodekaeder, heilige Geometrie. Und das steht auch für die Erlösung. Und das passt so gut für den blinden Fleck. Ja, diese Erlösung darf jetzt kommen von diesem blinden Fleck, von diesen Energien, die dich aufhalten. Und dadurch, dass du auch das dritte Augechakra gewählt hast, kann es wirklich auch sein, dass du da nochmal hingeführt wirst, dass dir auch über den Traum nochmal Impulse gezeigt werden zu dem Thema. Das kann auch sehr, sehr gut sein. Aber setz dich da nicht unter Druck, einfach was da ist, was sich zeigt, darf sich zeigen, was nicht da ist, ist auch in Ordnung. Also nicht so in diesen Druck verfallen, sondern lass das wirklich einfach so ein bisschen laufen. Und ich gucke jetzt nochmal, was die Linda dazu gechannelt hat zu der Karte.
Und die Linda hat gechannelt: Nimm Platz in deinem Erdenparadies, erlebe die Hebung deines Schatzes und komme in der wahren Verbindung an. Du bist in einer Lebensphase angekommen, in der dein ganzes Energiefeld angehoben wird. Über viele Inkarnationen hast du liebevoll deine spirituelle Entwicklung genährt. Nun ist es an der Zeit, dein Wissen aus den Tiefen deines Unterbewusstseins emporzuheben und mit deinen aktuellen spirituellen Fähigkeiten zu vereinen. Du findest deine Berufung und wirst eine erfüllende Liebesbeziehung mit deinem Seelenpartner leben. Erhöhtes Bewusstsein, wie passend. Aufstiegsprozesse und Erlösung sind die sich zurzeit verwirklichenden Energien in deinem Leben. Also mega, mega passend. Na, es geht wirklich um die Anhebung der Energien und so fühle ich das jetzt auch über den gesamten Monat nochmal. Geht ja schon die ganze Zeit darum, aber eben diese Energien oben zu halten, im eigenen Vorgarten zu bleiben und sich um sich selber zu kümmern. Ja, sehr, sehr schön, sehr, sehr passend diese Karte. Also auch liebestechnisch kann hier nochmal eine Veränderung reinkommen. Und jetzt deute ich nochmal die Karten, die Neunerlegung. Hier ist nämlich auch nochmal die Liebe angezeigt. Da liegen auch Unstimmigkeiten, tiefe Gefühle. Da kann also wirklich auch sich nochmal was tun. Vielleicht ist da auch eine alte Beziehung rausgegangen oder aber du hast Grenzen gesetzt und eine Beziehung kann jetzt sich ins Positive verwandeln. Generell hast du auch den Klee in der Mitte liegen. Das heißt, es ist wirklich eine positive Wendung im Juli für dich auch angezeigt. Neubeginne und auch, dass deine Energie wieder zurückkommt. Hier sieht man, dass die Energie wirklich auch so ein bisschen im Rücktreten war. Aber da kommt jetzt wieder die Energie auch rein, wenn du dir auch selber treu bist, deine Grenzen setzt, dein Herzraum, deine Herzenergie auch verteidigst. Und diese Unklarheiten dürfen sich jetzt auch eben auflösen. Aber da geht es auch darum, aktiv zu sein und die Grenzen wirklich auch abzustecken. Das ist komplett wichtig, ja, damit sich diese ganzen Themen, auch die wir hier unten hatten, nochmal auflösen dürfen. Wiederholt sich dann auch noch mal so ein bisschen, passt auch mega zu den Karten, die wir hier schon gezogen haben, ist einfach noch mal so eine kleine Bestätigung auch und dass du da auch selber noch mal gucken kannst, noch mal gucken darfst, aber auch, dass diese Energie, die da ständig abgezogen wird, es muss nicht sein, ne? Wenn du da aktiv bist und auch bewusster bist, dann kannst du auch ganz anders das wieder umwandeln und diese Energien eben für dich wieder nutzen. Ja, richtig schön. Und ich mache jetzt eine kleine Energiearbeit mit dem dritten Auge-Chakra. Und wenn du die Energien empfangen willst, brauchst du innerlich nur Ja sagen. Und dann fließen die Energien jetzt zu dir und gleichen auch dein drittes Auge aus. Wird wieder neu aufgefüllt mit Energien und das kann dich auch unterstützen. Kannst du jetzt beim ersten Schauen anwenden oder aber auch zwischendurch, wenn du diese Seite gewählt hast, während des gesamten Julis einfach nochmal zu dem Video zurückkommen und die Energien fließen lassen. Und ich mache das jetzt auch mal hier über die Karten, weil die Karten ja auch mitwirken als Energiewerkzeuge. Und vielleicht spürst du das auch, dass diese Energien jetzt zu dir fließen. Das kann kribbeln, das kann warm sein, das kann kalt sein, was jetzt auch immer in diesem Moment bei dir gerade los ist, energetisch. Öffne dich einfach für die Energie und vielleicht hast du auch ein Thema, kannst du auch mit in deinen Kopf nehmen, dann fließt diese Energie auch dorthin. Ja, und so kannst du es auch machen, wenn es im Juli ein Thema gibt. Kannst du das auch hier mit den Energien bearbeiten? Ja, wunderbar. Und dann gehen wir auf die andere Seite. Wenn du dich für das Herzchakra entschieden hast, dann starten wir jetzt rein und beginnen auch mit den Raumkarten. Und hier zeigt sich der Raum der Partnerschaft. Passt ja auch mega zu dem Herzchakra-Stab. Also wenn du diesen Herzchakra-Stab gezogen hast, heißt das natürlich, Herzchakra-Themen stehen an im Juli. Liebe, Selbstliebe, all das kann hier sich zeigen. Und die erste Karte sagt uns das auch schon. Es ist ganz wichtig für dich im Juli, dass du gut für dich sorgst, Dinge machst, die dir gut tun. Und es können nochmal alte Verletzungen hochkommen, können sich nochmal alte Verletzungen zeigen, die du aber nur fühlen darfst, damit die jetzt wirklich auch rausgehen dürfen. Und die Affirmation von der Karte hier ist: Liebe ist immer da und ich liebe dich. Eben dieses Ich bin geliebt. Ja, wenn du da so Themen hattest,
dich nicht geliebt zu fühlen. Das sind alles so Themen, die sich jetzt da auflösen wollen. Also, dass du eigentlich mehr wieder in dein Selbstwertgefühl reinkommst. Ne, das wird mir hier auch gesagt. Dieses Selbstwertthema ist noch mal ganz wichtig. Und achtet auch auf die Portaltage. Gerade die ersten Tage im Juli können da noch mal ganz intensiv sein. Diese alten Themen noch mal aufwirbeln. Ne, gerade auch auf der linken Seite diese Ängste, dieses Finanzthema. Gerade die Portaltage, Neumond, Vollmond. Da wird das noch mal ganz deutlich, dass es wirklich sichtbar wird, weil die Energien eben an diesen Tagen noch mal viel, viel höher schwingen. Wir gucken jetzt, werde ich noch unterstützt. Und das ist ein aufgestiegener Meister, Serapis Bey. Ganz, ganz schöne Energie, mag ich wirklich, weil da auch noch mal alte Verstrickungen aufgelöst werden. Da geht es wirklich darum, noch mal dein Energiefeld auch zu reinigen. Mach das auch unbedingt. Da findest du ja auch immer wieder hier meine wunderschöne Meditation, Reinigung deines Energiefeldes mit Erzengel Michael. Die empfehle ich wirklich, wenn das hier angezeigt wird, dass du dein Energiefeld reinigst. Alte Verstrickungen werden gelöst und auch ist hier ein Wechsel in Beruf oder einer Partnerschaft, die dir nicht gut tut, wichtig. Da sollst du auch aktiv werden. Hier kann Partnerschaft gemeint sein. Aber ich kriege jetzt auch so durch, dass es sich da auch um längere Freundschaften handeln kann, dass du da auch Grenzen setzt, falls da irgendwas dir nicht gut tut, das wirklich auch auf jeden Fall auszusprechen, weil da reinigt sich jetzt auch etwas, ne, durch die Energien, dass einer, der das vielleicht immer jahrelang mitgemacht hat, jetzt einfach sagt, nee, stopp, halt, ich setze jetzt hier eine Grenze, es geht so nicht weiter gerade. Und das ist jetzt wirklich angezeigt, auch im Juli hier für euch. Und dann gucken wir noch mal in die Blockadenlöserkarten, was bei euch sich zeigt, was aufgelöst werden will, wie du es auflösen kannst. Und da kommen noch mal die vergangenen Leben mit rein. Ne? Und das wird sich dann auch ganz, ganz stark zeigen zu den Portaltagen. Noch mal alte Sachen, wobei ich immer sage, guck nicht zu weit zurück. Man kann mal, ja klar, bis in die Kindheit gehen, man kann die Themen auflösen. Aber oftmals neigen dann die Kunden auch dazu, noch weiter zurück, noch weiter zurück. Und es geht wirklich ja rückwärts unendlich zurück und vorwärts unendlich nach vorne. Und ich versuche immer wirklich meine Kunden immer im Hier und Jetzt zu halten und nicht zu sehr in die Vergangenheit oder die Zukunft zu rutschen, sondern es ist wichtig, dass du jetzt hier aktiv bist, jetzt hier deine Sachen erledigst und auch immer mehr in deine Lebensaufgabe kommen kannst. Und das kannst du nicht, wenn du immer weiter zurückguckst und zurückguckst und zurückguckst. Das raubt dann auch Energie. Deswegen, also vergangene Leben können hier noch mal aufgelöst werden, aber es tut sich auch mit der Karte hier automatisch. Kannst du auch einfach dein innerliches Ja geben, dann fließen die Energien zu dir, was da jetzt noch aufgelöst werden möchte aus alten Leben. Und auch da, wir müssen es nicht immer wissen. Und da kommen dann auch Seelenanteile zu dir zurück, wenn du das auflöst. Ja, also wenn du mit den beiden Karten arbeitest, vielleicht hast du auch die Blockadenlöserkarten, dann kannst du mit diesen beiden Karten arbeiten, dir auch Energiewasser machen. Ja, ganz, ganz schön. Und nutz das wirklich, ohne dich darin so lange zu verstricken. Also es geht wirklich jetzt auch immer mehr darum, dass wir diese ganzen alten Themen gar nicht mehr so hundertprozentig wissen müssen, sondern dass wir einfach nur sagen, ich will das energetisch auflösen und dann ist gut. Ne? Dann habe ich hier wieder diese Kraft. Und das nicht alles wissen zu müssen, ist einfach mega entspannt. Ja, und wenn du auch noch mal mit den Raumkarten arbeiten willst, dann kannst du natürlich auch hier mit, ne, Raum der Partnerschaft, du kannst dir mit allen Karten auch Energiewasser machen, wo du gerade eben dann das Thema hast, wann immer du im Juli wieder hier landest, mach dir unbedingt auch Energiewasser mit den Karten, wenn du die Karten zur Verfügung hast. Das ist wirklich auch eine super gute Unterstützung. Und mit den Raumkarten, ich mache ja auch einen Workshop im Juli. Mit der energetischen Hausreinigung. Wenn du da Interesse hast, dann schreib mir auch gerne oder melde dich an. Kannst du bei mir auf Instagram oder auch auf der Homepage schauen. Da gibt es einen Zweitages-Workshop, wo du lernen kannst, wie du dein Haus reinigst über Zoom. Und ich werde da mit euch auch eure eigenen Häuser oder Wohnungen werden wir zusammen reinigen in dem Zoom. Dass du das auch einmal selber schon gemacht hast und dann kannst du das immer wieder für dich und natürlich auch für andere Wohnungen, Häuser anwenden. Weil ich es einfach auch so wichtig finde, diese Energien auch immer wieder zu reinigen, die um uns sind, ja, oder die sich in den Räumen aufgehalten haben. Unheimlich befreiend auch. Ja, und die letzte Karte für euch ist von der Linda. Und da zeigen sich die 10 Münzen,
Und auf der Karte ist der Hexaeder hier oben eingezeichnet. Und der Hexaeder, der steht eben auch für das Wurzelchakra. Ja, also du brauchst auch eine gute Erdung im Juli. Sicherheit und Urvertrauen sind hier ganz wichtig, die Erdung. Und die Linda hat dazu ja auch wieder was gechannelt. Und das lese ich euch vor in ihrem kleinen Büchlein. Und da steht, das Leben meint es gut mit dir. Es ist fast so, als wäre dir der Erfolg in die Wiege gelegt worden. Emotionaler und materieller Reichtum sind dir sicher. Du darfst auf großartige Erfolge, Anerkennung aus der Öffentlichkeit, rasante Entwicklung und Geldgeschenke setzen. Nun ist die Zeit gekommen, klug mit deinem Erworbenen oder deiner Fähigkeiten umzugehen und sorgsam in dich und deine Zukunft zu investieren. Glückwunsch, du betrittst eine Ebene, in der du die Spielregeln des emotionalen und finanziellen Reichtum und Wohlstandes kennenlernst. Ja, also da kommt wirklich so eine richtige Fülle noch mal rein. Vielleicht hast du auch ein Projekt geplant, machst irgendwas, hast irgendwas vor. Ich werde das gleich auch noch mal mit der Neunerlegung verbinden, was dann einfach noch mal eine ganz positive Energie hat, die dich auch nach vorne bringt. Hier sieht man nämlich auch schon eine Weiterbildung. Das Buch liegt bei dir in der Mitte im Juli. Vielleicht machst du eine Ausbildung, eine Weiterbildung, etwas, was dich weiterbringt. Das ist eben auch mit den Karten gemeint. Da, das wird erfolgreich sein und damit wirst du auch ganz, ganz lange arbeiten können. Konflikte gehen dadurch raus. Dein Bauchgefühl wird sich auch immer weiter verbessern. Positive Veränderung liegt hier auch noch mal in der Partnerschaft drin. Da geht es wirklich auch vorwärts. Es liegt hier in der Neunerlegung auch noch mal drin, schicksalhafte geführte Sachen und auch Entwicklung aus der Vergangenheit wird rausgehen. Das liegt hier wirklich auch noch mal in der Neunerlegung drin. Ja, und wenn du vorhast, irgendeine Ausbildung oder Weiterbildung zu machen, ist es ganz wichtig, dass du das beginnst, weil es so dich nach vorne bringen wird und eben auch erfolgreich sein wird. Ja, und auch das finanzielle Thema damit natürlich abgedeckt ist, weil damit das wieder auch natürlich nach vorne kommt. Immer wenn wir diese Kreativität ausleben, die Ideen ausleben, dann kommt natürlich auch das Finanzielle wieder zu uns zurück. Ja, also ganz, ganz schöne positive Energie hier auch auf der rechten Seite. Wirklich so ein Push nach vorne, was auch Partnerschaften angeht, ne? Seelenanteile zurückholen. Das gibt einem auch immer wieder ganz viel Kraft zurück, wenn man das macht. Ja, und jetzt auch hier arbeite ich energetisch mit dem Herzchakra-Stab. Wenn du die Energien empfangen willst, sag einfach innerlich ja oder sag einfach dein inneres Thema dir innerlich und empfange diese Energie. Und auch hier bei euch, ne, ihr könnt jedes Mal im Juli wieder zurückkommen und das nochmal auf ein anderes Thema anwenden. Ja, oder nutzt auch andere Videos in meinen Playlists. Habt ihr ganz viel Energiearbeit auch, die ihr nutzen könnt. Das ist auch wunderbar. Ja, vielleicht bist du ja auch bei meiner Ausbildung dabei. Die ist ja gerade spiritueller Coach und auch das Engelmedium kommt ja dann im Anschluss wieder. Ja, das ist dann auch eine super gute Investition. Ja, und spür auch die Energien fließen. Vielleicht spürst du es ja auch sehr stark am Herzchakra. Und wenn du die Energiestäbe hast, hier die Chakrenstäbe, dann arbeite auch damit, ne? Einfach in der Hand halten und dann gleichen sich die Chakren auch aus. Immer eine halbe Stunde Energie in all meinen Werkzeugen, wenn du die in der Hand hältst. Immer halbe Stunde Fernübertragung ist in den Werkzeugen gespeichert. Ja, ihr Lieben, wunderschöne Energien für den Juli. Und ich freue mich, wenn du mir auch bei Instagram folgst oder wenn du natürlich andere YouTube-Videos dir noch anschaust, die Portaltage. Schau dich da einfach gerne immer wieder auch um und melde dich in meinem Newsletter an, wenn du auch meine Meditation bekommen möchtest und auch immer mal wieder wirklich tolle Aktionen über den Newsletter. Da gibt es immer mal wieder Rabattaktionen oder in meiner Facebook-Gruppe Lasse dein Licht strahlen. Da gibt es auch immer wieder Verlosungen von meinen Energiekreisen. Komm da auch gerne dazu. Vollkommen kostenlos, auch Live-Videos, da ist auch alles drin gespeichert zu verschiedenen Themen. Also ganz informativ auch, freue ich mich, wenn wir uns auch dort sehen. Habt einen wunderschönen Juli und bis ganz bald.